Oh, nee, doch nicht. Oh! Oh, ich habe einen Roller gefunden. Das ist meiner. Schon wieder? Noch ein Euro. Oh, noch ein Euro. Geil. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video von unserem Kanal. Wie ihr seht, heute gibt es endlich mal wieder eine Spielplatztour. Ich weiß, ihr habt lange darauf gewartet. Das Wetter ist mal wieder bescheiden, aber das letzte Mal, als das Wetter so schlecht war, hatten wir schließlich auch ziemlich viel Glück. Und was natürlich vom Vorteil ist, dass die Spielplätze relativ leer sind und eigentlich keine Kinder bei dem Wetter auf den Spielplatz gehen sollten. Naja, nichtsdestotrotz versuchen wir heute so viel Kleingeld wie möglich zu finden. Nebenbei machen wir natürlich auch die Spielplätze sauber. Vielleicht haben wir auch ein paar schöne Beifunde, ein paar Spielzeugautos oder irgendwelche anderen kuriosen Sachen, die man nicht auf dem Spielplatz vermuten würde. Ich bin gespannt, ich packe meinen Detektor aus und dann geht's los. Mal sehen, was wir so finden. So, dann packen wir doch mal das gute Gerät aus. Wenn ich euch einen Detektor empfehlen kann, schreibt uns gerne mal auf Instagram, dann empfehle ich euch natürlich einen. Auf Spielplätzen braucht man fast überall keine Genehmigung, deswegen kann das eigentlich jeder machen. Man sollte nur kein Billiggerät von Amazon kaufen, das wäre der größte Fehler. Und deswegen schreibt uns einfach mal, ich berate da gerne. So, jetzt brauchen wir nur noch die Fernbedienung ranschnallen und dann kann es auch schon direkt losgehen. Mal sehen, was heute so kommt. Oh. Oh, das ist doch schon mal das erste Müllsignal für heute. Das wird kein Kleingeld sein, denke ich mal. Oh, okay. Es ist sogar das erste Spielplatzauto für heute. Oh, Spielplatzauto. Ich habe schon wieder Spielplatzauto gesagt. Spielzeugauto natürlich. Dann startet schon mal dieser Counter. Was haben wir hier? Ein Baja Blazers Land Rover. Oh, ziemlich cooles Gerät eigentlich. Aber wie üblich stelle ich das natürlich immer auf die Spielplätze hin. Die Kinder freuen sich daran noch mehr als ich. Und das ist doch die Hauptsache. Dann gucken wir doch mal, was hier noch so liegt. Ja, komm schon, das könnte das erste Geldsignal sein für heute. Jawohl, 10 Cent. Und damit beginnt auch dieser Counter. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob wir heute einen neuen Rekord knacken. Ich glaube, der letzte Stand waren 36 Euro an einem Tag. Das ist natürlich eine ziemlich hohe Latte, aber vielleicht schaffen wir es ja dennoch. Ja, ich glaube, das ist ein 77er Signal. Und treue Zuschauer wissen natürlich, ein 77er Signal, das müssten 2 Euro sein, oder? Komm schon, das wäre doch ein super Start. Jawohl, da unten seht ihr sie. 2 Euro. Und zwar, die sehen noch relativ gut aus. Luxemburg, glaube ich, von 2014. Die sehen noch ganz cool aus, finde ich. Aber innen sehen die irgendwie älter aus als außen. Egal, 2 Euro, Counter geht weiter. Sehr gut. So, dann gehen wir mal Richtung Schaukel. Vielleicht ist das hier wieder ein guter Hotspot auf diesem Spielplatz. Nein, scheint nicht so. Wobei, wir nehmen natürlich auch die Centstücken mit. Das sind immer Eisensignale, weil die einen anderen Kern haben. Jawohl, 1 Cent. Gucken, ob hier noch was liegt. Nee, ich glaube, das war's. Na, das war doch eine ganz passable Ausbeute für diesen Spielplatz. Ein guter Start für das Video und ich bin euphorisch, dass heute noch ein bisschen was kommen wird. Also ab zum nächsten Spielplatz. Nächster Spielplatz, ein Rindmulch-Spielplatz. Hat sich ja in den letzten Videos gezeigt, dass hier auch ein paar gute Sachen liegen können. Auch wenn ich eigentlich nicht so der Fan bin, aber wir probieren es natürlich trotzdem. Was ist das denn? 93er Signal, aber es hört sich eigentlich nicht an wie ein Kronkorken, muss ich sagen. Oh, das ist eine Münze. Aber das kann ja keine Euro-Münze sein. Ah, 50 Öre. Das ist ja auch interessant, sowas hier zu finden. 2007, ich glaube, schwedisch müssten die sein, oder? Nee, Dänemark. Okay, krass. Ja, auch nicht schlecht. Da habe ich aber keinen Counter für, glaube ich. Na gut, wir können ja einen Counter für generelle Münzen machen. Okay, eine generelle Münze. Guckt euch das mal an. Einfach Glas auf dem Spielplatz. Gut, da schlägt der Detektor zwar nicht an, aber wenn ich sowas sehe, dann kann ich das auf jeden Fall mitnehmen. Da tun wir wieder mal was Gutes und belohnt werden wir mit etwas Kleingeld. Ein bisschen Abziehlaschen, ein paar Glassplitter nehmen wir noch mit. Dann gucken wir mal hier, was noch so an Kleingeld hier liegt vielleicht. Oh, sag ich doch mal mit belohnt. Jawohl, 10 Cent. Siehst du, man muss es sauber machen. Dann kriegt man ein bisschen Kleingeld raus aus diesem Spielplatz. Gutes Omen. Und nächstes Signal. Und das ist tatsächlich wieder Geld. Und zwar wieder 10 Cent. Und dafür nehmen wir natürlich auch wieder diesen Deckel hier mit. Das ist sehr witzig. Ah. Ein Geben und Nehmen. Hier ist eine große Scherbe. Na gut, die nehmen wir auch noch. Ach Mann, das ist doch assi, so ein Zeug auf dem Spielplatz zu lassen. Ja, das ist wahrscheinlich ein Bierdeckel, würde ich mal sagen. Jawohl. Ein Kronkorken. Na gut. Das klingt so, als wären hier mehrere Signale.
Oh, da sind schon 10 Cent. Aber war es das? Oh ja, nochmal 50 Cent. Oh, das ist so cool, wie diese goldenen Münzen aus dem Boden rauskommen. Da freut man sich echt über jede kleine Münze. Das ist das, was Hobby ausmacht. Oh. Noch eins. Und hier ist noch ein Glasstück. Oh, der erste Euro für heute. Nee, was ist das denn? Was ist das denn für eine Münze? Das habe ich ja noch nie gesehen. Also schreibt mal in die Kommentare, was das hier ist. Ich habe absolut keine Ahnung, aber es sieht aus wie ein Euro. Mit einem Jesus hinten drauf. Oder so. Okay, na interessant. Was hier schon wieder alles rumliegt. Unglaublich. Das hört sich schon wieder so an, als wäre hier mehrere Sachen. Hier, guckt euch das an. Da soll noch mal jemand sagen, ich fake das. Guckt euch das noch mal an, das kann ich doch gar nicht faken. Aber das war, glaube ich, nicht Müll. Das war, glaube ich, nicht das Einzige. Okay, 1 Euro. Aber ich schätze, da war noch ein Signal, oder? Jawohl. Genau hier. Es ist mir unbegreiflich. 50 Cent. Es ist mir unbegreiflich, wie das Geld hier verloren geht auf Rindenmulch-Spielplätzen. Weil das verschwindet ja nicht im Boden. Vor allem nicht, wenn das so aussieht. Vielleicht im Dunkeln oder so. Oder wenn Schnee liegt, keine Ahnung. Es sind wirklich überall Signale. Aber ich schätze, es sind alles nur Kronkorken. Oh, was ist das? Das ist eine Plakette. 2013. Nächste Impfung, eine Tollwut-Plakette. Für Katzen oder sowas. Oder vielleicht auch für Hunde. Okay. Na gut, na gut, na gut. Also hier ist der Spielplatz und hier sind auch noch zwei Spielgeräte. Und hier, genau an dieser Stelle, wenn ich mein Grabungsmesser finde, dort soll noch ein Geldstück liegen oder irgendwas anderes mit einem guten Leitwert. Jawohl. Es sind 50 Cent. Sehr gut. Also, wenn ihr noch mal eine Parktour wollt, sagt Bescheid. Die Erlaubnis vom Grünflächenamt habe ich zumindest. Und das können wir auch mal komplett machen. 85er Leitwert, das kann eigentlich auch nur Geld sein. Jawohl, nochmal 20 Cent. Sehr gut. Na, das ist doch einfach. So muss das laufen. Ah, ein 80er Leitwert hier direkt hinter dem Schaukelgerät. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger wirklich heißen. Aber was ich weiß, dass das hier theoretisch Geld sein müsste vom Leitwert. Jawohl, ich sehe es schon. 20 Cent. Aha, und hier nochmal ein 85er Signal. Das hört auch nicht auf hier auf der Wiese. Das würde sich auch richtig lohnen, denke ich mal. Jawohl. Und nochmal 20 Cent. Ah, schade, dass hier nicht mal ein Euro liegt oder so. Und letztes Signal hier auf der Wiese, dann gehen wir mal wieder auf den Spielplatz. Ein 83er Leitwert. Und ich glaube, das könnte auch nochmal Geld sein hier. Zack. Jawohl, ich sehe schon. 10 Cent. Na, immerhin. Aha. Da liegt da auch noch was. Direkt nebenan. So. Ja. Jawohl, da unten seht ihr es. Es sind 20 Cent. Yes, sir. Oh ja. Hier neben dem Lolli-Stiel liegt. Oh, was ist das denn? Oh, ein Schlüssel. Ups. Na, das ist natürlich nicht so gut. Assa Twin 6000. Ich leg den mal hier hin. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass den jemand noch findet. Aber ins Fundbüro bringen, das ist bei so einem Ding schwer irgendwie. Na, der Spielplatz war doch eigentlich sehr ergiebig. Ich weiß nicht genau, wie viel wir gefunden haben. Aber wir haben immerhin auch mal zwei andere Münzen gefunden. Das ist immer interessant. Und mal sehen, ob wir heute noch einen richtig guten Spielplatz finden, wo noch keiner drauf war, wo noch richtig viel Geld liegt. Ich bin gespannt. Aber ich bin euphorisch. Das hier wird vielleicht nicht der beste Spielplatz sein, aber wir haben hier immerhin zwei Dinge und ein Versuch ist es wert, würde ich sagen. Ja, sehr gutes 85er Signal. Das geht doch direkt gut los hier. Ohne Erwartungen und dennoch 20 Cent schon mal. Sehr schön. Oh, und hier direkt noch was. Ja, das ist aber kein Geld. Sehe ich schon. Was auch immer das ist. Erkennt ihr es? Also ich erkenne es irgendwie nicht so wirklich. Aber schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr dazu was wisst. Jawohl, das dürfte auch noch was Gutes sein hier. Klingt auf jeden Fall nach
Dein Geld. Und wieder 10 Cent. Ah, na gut, also was wir schon am häufigsten gefunden haben, sind 10 und 20 Cent. Ich hoffe, das steigert sich noch ein bisschen im Laufe des Videos. Aber es ist auch erst der Anfang hier. Oh, klingt einfach ein bisschen zu groß für Geld, würde ich sagen. Aha, aber wir haben ja noch die guten alten Walzen. Okay, eine richtig schöne Walze. Die stellen wir natürlich auf die Rutsche für das nächste Kind. Und das war es auch noch nicht. Da ist noch ein Signal. Natürlich, was passt besser dazu als ein Mischer zu einer Walze? Dann kann man gleich eine ganze Straße planieren hier. Sehr schön. Und da ist noch was. Oh ja. Und was fehlt noch? Ein Trecker. Wüsste mir jetzt nichts dazu, was dazu passen würde, aber na gut, ein Trecker noch. das ist wieder ein Spielzeugauto, Schatz. Jawohl, was ist das hier noch, ein Sheriff oder was? Ja, schön Ami-Polizei, Matchbox, Fire Department. Cool. Viele schreiben in die Kommentare, dass die auch richtig was wert sind. Kann sein, aber es geht mir hier nicht darum, möglichst viel Geld rauszuscheffeln, sondern auch ein bisschen darum, dass die Kinder das zurückkriegen, was sie hier vergraben oder verloren haben. Ach. Blöder Müll. Probieren wir es gleich hier an diesem Gerät. Ich wüsste zwar nicht, wie ich damit spielen sollte, aber hier könnte ein bisschen Geld liegen. Aha. Das hier vielleicht? So wirklich viele Signale kommen hier leider nicht. Oh ja. Hey, was ist das denn? Das ist etwas größer als 2 Euro. Aquabest. Was zum Teufel? Es ist einfach nur eine Spielmarke oder so. Habt ihr einen Plan, was das ist? Ich habe das noch nie gehört. Puh, okay. Aber interessant auf jeden Fall. Jawohl, das klingt mir nach 2 Signalen nebeneinander. Und was haben wir? Nein, das ist kein Geld. Es ist Angelblei? Auf dem Spielplatz? Also wen oder was hat man denn hier geangelt? Also, das ist ja wirklich kurios. Und hier die passende Angelrute dazu, oder wie? Nö, 50 Cent tatsächlich. Das ist ja sehr kurios, was hier schon wieder rumliegt. Oh Mann. Na gut. Besser als gar nichts. Naja, das war doch für einen Mini-Spielplatz wie diesen hier eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Achso, und hier nochmal ganz kurz die Spielzeugautos für diejenigen, die es interessiert. Löcher, Walze, Trecker und das Matchbox-Auto, MFD. Und wir fahren auf jeden Fall direkt zum nächsten. Na, der Spielplatz sieht doch endlich mal wieder ein bisschen schicker aus. Und zwar haben wir hier eine Schaukel hinter mir und auch eine Reckstange. Alles klar. Ich bin gespannt, was da liegt. Dann gehen wir mal doch direkt zur Schaukel. Upsala. Wir kommen gar nicht bis zur Schaukel, denn hier liegt schon das erste Geld rum. 50 Cent. Das ist ein guter Start. Die sehen ein bisschen älter aus. Kann sein, dass der noch nicht abgesucht wurde hier, der Spielplatz. Das wäre sehr gut. An den Schaukeln lag leider kaum was, beziehungsweise gar nichts, aber dafür liegt hier ein bisschen was rum auf dem Weg, 10 Cent. Und ich vermute, dass hier vielleicht auf dem Weg noch ein bisschen was liegen könnte. Vielleicht ist es ja so weit geflogen von den schaukelnden Kindern oder so. Das ist ein Kronkorken. Oh, nein, es ist nicht. Das ist ein 5 Cent Stück. Okay. Profi. Profi am Werk. Und wie vermutet, liegt hier echt noch mehr. Jawohl, 20 Cent. Es läuft. Der Spielplatz ist gut. Hatte auch ein gutes Gefühl bei dem irgendwie. Hier vielleicht? Da ist ein bisschen tiefer. Jawohl, 20 Cent. Sehr gut. Ein kleines 80er-Signal. Auch kein Geldstück wahrscheinlich. Ach, wieder so eine Schreckschusspatronenhülse hier. Aber diesmal keine 9mm, sondern eine. Na, ihr seht es ja schon. Eine kleinere jedenfalls. Hier ist ein fettes Signal drunter. Bist du mit? Hä? Ach, das war das C&A-Kärtchen gerade? Wieso ist denn da Metall dran? Hä? Ist das so ein. Also ein RFID-Chip. Damit man nicht die Dinger klauen kann. Ich wusste gar nicht, dass die in diesen Preisschildern drin sind schon. Krass. Da hat bestimmt wieder was geklaut.
Letztes Signal vom Spielplatz, der hat sich doch nicht so gut herausgestellt, wie ich eigentlich dachte. Aber hier sollte nochmal, jawohl, nochmal 10 Cent sein. Na gut, ich würde sagen direkt zum nächsten, oder? Und da ist auch schon der nächste Spielplatz. Wir sehen eine Kletterspinne und eine Schaukel, das ist sehr gut. Und ich hoffe, dass wir hier den einen oder anderen Euro finden können. Naja, besser als im letzten wird es wohl wahrscheinlich laufen, weil das war wirklich ein bisschen mau. Und das geht schon wieder gut los mit Kronkorken. Aber trotzdem bin ich noch ziemlich euphorisch. Und? Jawohl. Das geht doch ganz gut los, oder? Jawohl, 10 Cent. Der 20. heute oder so. Jawohl, nächstes gutes Signal. Ah, da soll es sein. Yes, 1 Euro. Na endlich. Endlich ein bisschen größeres Geld. Ich glaube, das ist unser erster Euro für heute. Das ist doch sehr gut. Und nächstes gutes Signal. Oh ja, 50 Cent. Na, das ist doch schon eher was als diese 10 Cent Teile. Aber egal, ich beschwere mich auch nicht über 10 Cent. Das soll nicht so rüberkommen. 2,90er Leitwert, das ist auf jeden Fall höher als ein 2 Euro Stück und auch als jedes andere Geldstück. Ah, das kann natürlich nur mal wieder ein Spielzeugauto sein. Oh, ein richtig cooler Flitzer hier, Hot Wheels. Okay, kommt wie immer auf die Rutsche. Und gucken, ob hier noch eins liegt. Naja, das klingt eher wie ein Geldstück hier. Jawohl, wieder 10 Cent. Schön. Jawohl, der Hotspot schaukeln lässt mich natürlich nicht im Stich. Und, oh Gott, der Boden ist hier ganz schön hart, ey. Der arme Pinpointer, irgendwann ist der durchgeschuppert. Aber naja. Oh, was ist das denn? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Eine LED-Lampe. Upsala. Oh, wofür ist die? Ist das ein Schlüsselanhänger einfach nur? Auch interessant. Ah, jetzt aber. Das ist Geld. Jawohl. Und wieder 10 Cent. Ach, naja, gut. Kleinvieh macht auch Mist. Das, ohne diesen Spruch gibt es keine Spielplatztour. Aber Großgeld ist natürlich. Ah. Ups, hier ist noch ein Deckel, gleich gesehen. Aber hier ist auf jeden Fall, oh ja, 50 Cent, das ist schon mal besser. Oh, ist noch was. Und 10 Cent, boah, die sehen aber schon ein bisschen älter aus hier. Egal. Oh nee, ne? Was ist das denn? Guckt euch diese Sauerei an. Das sind einfach Hundetüten mit Hundemist drin, sag ich mal. Und die haben sie einfach in die Bäume geschmissen. Ey, wie asozial ist das denn? Oh mein Gott. Nee, aber die fange ich jetzt nicht an aufzusammeln. So weit kommt's noch. Also irgendwo hört das Verständnis aber auch wirklich auf. Wir sind an der Kletterspinne angekommen. Und hier ist ein bisschen Kleingeld. Schon wieder 10 Cent. Ich glaube, ich kann einen eigenen 10-Cent-Counter machen, ey. Hört sich ein bisschen stark an. Aha, das nächste Spielplatzauto. Spielzeugauto, meine ich. Mist. Und schon wieder ein Hot Wheels. Kommt zum anderen, auch wenn das woanders lag. Jetzt sind es Freunde. Was ist das? Schon wieder ein Spielzeugauto? Nee, 2 Cent. Wuhu. Immerhin. Aber, hier sind nochmal 20 Cent. Eine Pfandflasche quasi. Ah ne, 2 Cent, ups, ich dachte 5. Vergiss es. 85er Leitwert. Das ist auf jeden Fall wieder Geld. Und es sind diesmal 50 Cent, sehr gut. Sehr gut. Und was hatten wir hier noch? Hier. Hört sich eher an wie ein Kronkorken. Und ist auch einer. Okay, ich denke, das war's für diesen Spielplatz hier. Wir gehen auch einmal hier kurz an der Rutsche lang. Und dann fahren wir zum nächsten. Und da ist auch schon der nächste Spielplatz. Und der sieht wirklich interessant aus. Der ist wesentlich größer als alle anderen, die wir bisher hatten. Und ganz hinten, das ist ein Spielgerät, was ich vorher auch noch nicht gesehen habe. Da hängt man sich offenbar ran, wird dann durch die Luft gedreht. Und da kann einiges verloren gehen. Mal sehen, ob das auch stimmt. Wünscht mir Glück. Aber wir gehen natürlich systematisch vor und fangen erstmal hier an, bei diesem, ups. Das fängt doch ganz gut an, oder?
Jawohl, 1 Euro. Sehr gut, doch, das fängt sehr gut an. Muss ich gestehen. Ui, man muss hier gar nicht graben. Hier ist das nächste Spielzeugauto. Fire Rescue. Sieht cool aus. Schöne Lackierung. Das stelle ich mal dahin. Die rutscht es zu weit weg jetzt. Hier scheint irgendwie noch ein Signal zu sein. Da, wo gerade eben das andere Geldstück lag. Aber etwas tiefer. Jawohl. 2 Euro. Ich glaube, die sind gleichzeitig verloren gegangen. Guck ich mal, wie die aussehen. Richtig alt. Egal. 2 Euro sind 2 Euro. Egal, wie alt sie sind. Und naja, bezahlen tue ich damit eh nichts. Oh, nächstes Geldstück. Denn, wie gesagt, wir sammeln alles. Und ihr dürft immer noch entscheiden, was wir damit machen. Die meisten Stimmen bisher waren auf jeden Fall fürs Spenden. Finde ich auf jeden Fall auch am sinnvollsten. Und es sollte auch irgendwas mit Kindern zu tun haben, finde ich. 20 Cent. Wobei man in den Kommentaren auch oft gelesen hat, dass man es an Tierheime spenden kann. Ist auch eine gute Idee. Guckt euch das an, wir sind immer noch nicht an den Schaukeln. Haben erst diesen Bereich hier abgesucht und hier kam schon über 3 Euro. Also der Spielplatz, der lohnt sich richtig. Jawohl, nochmal 10 Cent. Sehr schön. Und das Geld sieht alles schon älter aus. Hier hat sich über die Jahre schön was angesammelt. Und das ist das nächste. Und nochmal 10 Cent. Es würde mich wirklich stark wundern, wenn an den Schaukeln hier nichts käme. Oder jemand hat hier schon gesucht und hat nur die Schaukeln abgesucht. Kann natürlich auch sein. Also an den Schaukeln kam komischerweise überhaupt nichts. Aber hier haben wir nochmal ein kleines Signal. Hä? Ah, und hier sind nochmal 10 Cent. Na, wenigstens etwas. Aber vielleicht ist es auch neuer Sand hier. Der sieht auch ziemlich neu aus. Was hier noch? Ein bisschen Müll. Nehmen wir auch mit. Schade. Na gut, egal. Der Spielplatz ist ja noch ein bisschen größer. Jawohl, 86er. Hauen Sie das wieder 10 Cent. Oh, eine Kastanie. Nein, diesmal sind es 20 Cent. Okay. Okay, richtig krasses Signal direkt neben dem Vogelmist hier. Ah, da ist schon ein schöner Ami-Schlitten. Kommt auf die Rutsche. Wo auch sonst hin. Und? Oh, das war's schon. Ich dachte, hier liegt noch mehr. Na gut. Ah, sehr schönes 87er Signal. Das ist doch bestimmt was Gutes. Jawohl, 50 Cent. Sehr schön. Ja, 50 Cent finden wir heute relativ oft. Nicht so wie letztes Mal. Ha, da haben wir das öfteste, glaube ich, 2 Euro gefunden. Das war schon stark. Aber das hat sich ja auch in der Endsumme dann wieder gespiegelt. Oh, was ist das denn? Oh, ich glaube, wir haben Schmuck gefunden. Freunde, wir haben Schmuck. Wo ist mein Handy? Da ist es. Da, seht ihr es? Ich dachte erst, es wäre eine kleine Abziehlasche oder so, aber es ist einfach ein Anhänger. Ein richtig schöner Anhänger. Mit einem S drauf. Cool. Ja, ich würde mal schätzen, das ist Silber. Ich habe jetzt noch keinen Stempel gesehen, aber so wie das aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch. Cooler Fund. Freut mich. Wir sind hier an diesem Teil angekommen. Was auch immer das ist. Ich will es eigentlich mal ausprobieren. Hey, ja. Okay. Na gut. Gibt interessantere Spielgeräte. Aber das hier ist interessant. Da. Da ist das Signal. Und das finde ich interessanter auf jeden Fall. Jawohl. 10 Cent. Naja, gut. Nicht das Spektakulärste, aber immerhin Kleingeld. Oh, wollte gerade die Kamera ausmachen, aber ich hoffe, ich habe sie überhaupt angehabt. Egal, hier ist irgendein gutes Signal und es sind mal wieder 10 Cent. Sehr schön. Vielleicht ist hier auch noch was. Naja, gut, vielleicht ein bisschen noch kleineres Geld. Jawohl, 2 Cent und das war's. Na gut, okay, immerhin. Ja, was ist das hier? 77er Signal. Habe ich das richtig gesehen? Jawohl. Guck da unten. Es sind tatsächlich 2 Euro. Sehr gut. Naja, siehst du, läuft doch. Schön. Ist hier noch mehr? Nö. Oh, da ist doch noch was. Da habe ich gerade eine Abziehlasche geholt. Rausgeholt. Und da liegt einfach noch 1 Euro drin. Sehr gut. Ja, ich wusste, es war so ein Mischsignal. Die Abziehlasche rausgeholt, dachte, ich hätte die Kamera an, mach die Kamera aus, mach die Kamera aber eigentlich an. Und ja, dann wart ihr mit dabei. Das war die Geschichte.
Genauso wie hier. Das klingt auch nicht so gut. Das könnte trotzdem was sein. Nee. Becks Eisdeckel. Also ich fand, der Spielplatz war echt gut. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und na gut, es hat auch eine Weile gedauert, bis ich den abgesucht habe. Schon eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Dreiviertelstunde. Aber nichtsdestotrotz fahren wir noch zu ein paar Spielplätzen und ja, wir werden unser Budget für heute noch ein bisschen vergrößern. Aber vorher müssen wir noch mal hier suchen. Das ist der zweite Teil des Spielplatzes, den habe ich erst gar nicht gesehen. Hier ist noch eine fette Wippe. Da könnte auch noch ein bisschen was liegen. Jawohl. Hier ist doch was. Und noch mal 10 Cent. Schön. Nehme ich mit. Ja, das ist auch sehr gut. Oh, 20 Cent. Das nächste sind dann 30 Cent bestimmt. Ah ja, direkt an der Wippe. Hm. Ich sehe nicht, dass das so tief ist. Aber es sind 50 Cent. Und letztes Signal hier an der Wippe. Klingt auch nochmal sehr stark nach einem Geldstück eigentlich. Was ist das denn? Ja, gut, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe absolut keine Ahnung. So, jetzt probieren wir mal was Neues aus. Kein Spielplatz, sondern ein Volleyballnetz, beziehungsweise ganzes Volleyballfeld. Ja, also entweder wurde das noch nie benutzt oder hier liegt vielleicht ein bisschen was. Ich bin gespannt. Wir fangen natürlich direkt vorne am Netz an zu suchen, weil da eigentlich, naja, die meiste Bewegung stattfindet. Und da haben wir auch schon das erste Signal. Das könnte auch schon etwas Kleingeld sein. Jawohl, der erste Euro. Und der ist schon älter, das ist ein sehr gutes Zeichen. Aha, das könnte eine Goldgrube sein hier. Jawohl. Nächstes Geldsignal. Oh, 2 Euro. Ich habe gar nicht auf den Leitwert geguckt. War wohl ein 77er. Okay, also innerhalb von einer Minute hier auf diesem Volleyballfeld schon 3 Euro gefunden. Das ist eine Ansage. Rekordverdächtig auf jeden Fall. Gehen wir mal die andere Seite am Netz lang. Ja. Ebenfalls ein 80er Signal. Und es sind 50 Cent. 3,50 einfach schon. Gut, die zweite Feldhälfte haben wir jetzt fast komplett abgesucht. Wir müssen gleich nochmal die Seite wechseln. Aber 4 Euro kriegen wir hier bestimmt zusammen. Sehr schön. Jawohl, zweite Feldhälfte startet sehr gut mit einem 10 Cent Stück. Und ich denke mal, hier könnte noch etwas kommen. Okay, letztes Signal wahrscheinlich auf der zweiten Feldhälfte. Aber das dürfte auch nochmal Geld sein hier. Nein, ist es nicht. Es ist leider nur ein Kronkorken. Okay, schade. Egal. Ich würde sagen, wir gehen ab zum nächsten Spielplatz, oder? Und aus gewichtstechnischen Gründen werden wir jetzt auch mal ein bisschen zumindest die Mülltasche leeren. Die Lampe noch nicht. Aber den Rest, den ich heute schon aufgesammelt habe. Jetzt ist das ganze Geld weg. Nein, Spaß. Okay, aufpassen. Hier sind noch ein paar Scherben. Zack. So, okay, dann habe ich wieder eine leichte Tasche. Naja, nicht ganz leicht. Wir haben jetzt schließlich schon eine Menge Kleingeld. Das ist schon ganz schön viel. Oh, hier ist noch ein Kronkorken reingerutscht. Egal, aber ein paar Spielplätze machen wir auf jeden Fall noch. Ich bin noch motiviert. Gut, nächster Spielplatz. Rindmulch sieht mir älter aus. Hinten die Schaukel, da sieht der Sand ein bisschen zu frisch aus. Also ich denke mal, die ist neu. Da wird vielleicht noch nicht so viel liegen, aber hier auf dem Bereich könnte ich mir vorstellen, dass da einiges kommt. Mal sehen. Ah, da ist doch schon das erste Signal. Und das sind die üblichen 10 Cent und die sehen aber noch richtig neu aus. Krass. Ja, scheint gut konserviert gewesen zu sein in dem ganzen Rindmulch. Aber das wird wohl nicht der letzte gewesen sein hier, hoffe ich. Aha. Hier hat jemand was beim Rutschen verloren. Auch nicht schlecht. Oh ja, 1 Euro sogar. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Ich habe leider überhaupt keine Vorstellung, bei wie viel Geld wir gerade sind. Aber ihr seht es ja fleißig. Und ich, naja, ich habe noch ein bisschen Kraft. Und ein bisschen kann ich auf jeden Fall noch machen. Ja. Könnte das ein bisschen Geld sein? Ich weiß ja nicht. Oh ja, da sehe ich es doch schon. 50 Cent sogar. Das war ziemlich tief. Nicht schlecht, aber auch so glänzend. Das scheint dafür echt ein guter Boden zu sein. Für die Funde zumindest. 77er Leitwert. Zwar kein wirklich gutes und konstantes Signal. Aber wenn da eine 77 steht, das muss man probieren.
Sonst ärgert man sich auf jeden Fall. Oh ja, es ist tatsächlich ein 2-Euro-Stück. Krass. Oh, da kommen die kleinen Assis. Aufpassen. Und gucken, ob die mich ansprechen. Okay, 2 Euro. Geil. Ey, das ist doch der von TikTok. Das wäre so witzig, oh mein Gott. Aha, da liegt aber noch ein bisschen Kleingeld. Bist du nicht eine YouTuber? Ja. Ja. Aber Musik aus, sonst gibt's GEMA-Probleme auf YouTube. Tasche, ne? Was hast du gesehen? Witzig, ne? Zufälle gibt's, ne? Ja. So, aber. Feiert ist voll. Vor allem das, wo die Polizei kam mit den menschlichen Knochen. Ja. Das war. Digga. Ich hätte nicht gedacht, dass sie hierher kommen. Tja, ab und zu mal schon, doch. Hauptsache viele Spielplätze, ne? So, und hier sind 10 Cent. Tada! 10 Cent gerade? Ja. Also, wenn du auf YouTube bist, weißt du Bescheid. Kannst du ein Foto machen mit dir? Ja, klar. Perfekt. Danke. Gerne, gerne. Oh, kann ich auch ein Foto? Ja, na klar. Perfekt. Perfekt. Danke, danke. Gleichfalls. Und nicht so laut Musik hören. Ja. Witzig. Schön, dass sie sich freuen. Da sind sie plötzlich wieder ganz klein mit Hut. Wenn sie vorher mit großer Assi-Musik rumlaufen und dann. Aber naja, so ein bisschen so war ich früher leider auch. Das ist eine Phase, die geht vorbei. Was ist das denn hier? Das ist ja so eine blöde Kappe. Okay, na gut. Wollen wir mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Geld finden. So, wir gehen mal ein bisschen Richtung Schaukeln. In den sandigen Bereich. Und ich glaube, wir haben hier schon das erste Geldsignal. Jawohl, und das ist ein alter Euro. Sehr gut, guckt euch den an, den erkennt man kaum noch. Aber Geld ist Geld. Egal wie dreckig es ist, sage ich auch immer wieder. Aber ist ja auch irgendwo wahr. Mhm, noch eins? Oh. Jawohl. Es ist einfach ein Ring. Ist das krass. Das ist ja krass. Guckt es euch an. Und ich sehe jetzt schon, dass der auf jeden Fall aus Silber sein muss. So wie die Farbe ist. Oh mein Gott. Der sieht ja richtig cool aus. Ist zwar sehr klein, aber bestimmt so ein kleiner Fingerring. Aber um meinen kleinen Finger wird er nicht rumgehen. Egal. Ziemlich, ziemlich cool. Das freut mich doch. Ey, das ist doch richtig cool. Oh, das habe ich ganz schön oft gesagt jetzt. Egal. Ihr wisst ja, was ich meine. Schön. Der Wahnsinn. Oh, was ist das hier noch? Achso, Folie. Oha, einfach einen Ring gefunden. Ist zwar nichts wert, aber es ist trotzdem ein wunderschöner Fund und ups. Es geht ja nicht um den Wert der gefundenen Gegenstände. Oh, Alufolie. Jawohl, nächstes gutes Signal. Und es sind mal wieder die obligatorischen 10 Cent. Also davon haben wir jetzt bestimmt auch schon ja, eine Menge gefunden. Wir können ein Gewinnspiel draus machen, wer am Ende genau weiß, wie oft ich 10 Cent gefunden habe, kriegt einen Döner oder so. Keine Ahnung. Nächstes Geldsignal. Und sind es wieder 10 Cent? Ja, es sind wieder 10 Cent, tatsächlich. Wir nähern uns den Schaukeln. Und, ah, ich sehe es schon, muss ich gar nicht graben. 50 Cent. Das ist wahrscheinlich auch weggeflogen von einem Kind. Aber beschweren kann man sich da auf gar keinen Fall. Immerhin besser als 10 Cent, ne? 83er Signal. Da bin ich doch wieder. Oh, schon wieder 10 Cent. Egal, egal, egal. Das wird ein neuer 10 Cent Rekord. So viel steht schon mal fest. Und nochmal 10 Cent oder was? Jawohl. Ey, das gibt's doch nicht. Oh. 81er Leitwert. Und? Mal wieder 10 Cent, oder was? Ja, okay. Das ist wirklich, also, ist ja nicht normal. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll noch. Aber so langsam sammelt sich da auch eine Menge Geld an, glaube ich. Okay,
Okay, das ist krass. 95er Signal. Ah, was soll das anderes sein? Die Polizei. Oh, Polizei in einem Porsche. 911, das ist natürlich cool. Das ist eine sportliche Polizei. Stelle ich mal auf die Schaukel. So. 95er Signal, das wird doch das nächste Spielzeugauto sein, oder? Vielleicht diesmal ein Lambo. Nein, es sieht wohl nicht so aus. Es ist ein BMW i8. Lieblingsauto von meiner Freundin, das nehme ich ausnahmsweise mal mit. Ha, sehr cool. Wusste gar nicht, dass es die als klein gibt. Aber na gut, es gibt alles. Gibt nichts, was es nicht gibt, ne? Okay, Freunde, das ist der letzte Spielplatz und er ist riesig. Also er geht bis nach da ganz hinten. Und wenn ich hier nicht nochmal 5 Euro rauskomme, dann weiß ich auch nicht mehr. Also drückt uns die Daumen für den letzten Spielplatz. Mal sehen, was hier so geht. Der erste Eindruck von diesem Spielplatz ist nicht allzu gut. Das ist viel zu sauber. Ich fürchte, der ist richtig neu. Das ist natürlich ungünstig. Aber das Kleingeld braucht eine Weile, um sich anzusammeln. Ich guck auch nur so Videos. Ja? Ja. Witzig. Hä, was ist das? Das ist ein Metalldetektor. Ah, damit sucht ihr was. Ja. Aber kann es sein, dass der Spielplatz hier neu ist? Ja, ist ja, das ist neu. Wie neu? Sehr neu oder schon ein Jahr alt so? Der ist sehr neu, weil die haben den erst gebaut. Ah. Das habe ich befürchtet, weil hier liegt auch nicht so viel, ne? Aber ich kann ja mal unter der Schaukel gucken, vielleicht ist da irgendwas. Ups. Das ist ein bisschen Müll hier. Aber hier ist auch ein bisschen Kleingeld, würde ich sagen. Das hört man am Signal. Alter! Ganz neu. Wo hast du das gekauft? Das? Das kann man online kaufen. Nee, aber auch so was. Ja? Cool. Oh. Guck mal, das hier können 2 Euro sein, tatsächlich. Wartet. Oh, nee, doch nicht. Oh. Oha. Das ist ein Ring. Ja. Krass. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Das ist selten. Ja, das ist sehr selten. Ich filme den mal ein bisschen dichter dran. So. Damit die Zuschauer den dann auch sehen können. Wie heißt dein YouTube? Gebrüder Lange. Das ist ja ein weihnachtlicher Ring hier mit dem Tannenbaum drin. Gebrüder Lange. Gebrüder Lange, genau. Ich kenne den. Wow. Ich habe auch nur Videos von dir bekommen. Cool, das freut mich. So, ja, ich sehe leider keinen Stempel drin, aber egal, es ist ein sehr schöner Ring. Das ist doch die Hauptsache. Gebrüder Lange? Ja. Zeig. Oha, was findest du alles? Ich finde ganz viel. Aber ich gucke jetzt, ups, oder? Ich gucke jetzt nochmal genau unter der Schaukel, ja? Okay, nee, ich glaube nicht, dass hier was ist. Ups, oder? Ja? Aber ich gucke hier noch ein bisschen. Ja, alte Spielplätze sind immer am besten. Da liegt, upsala. Oh, guck mal da. Da liegt einfach ein Euro. Du findest immer. Ja, krass. Ich will das. Pack das mal hier ein. So. Ich will das auch. Ja? Kannst dir einen zum Geburtstag wünschen, den Metalldetektor oder so? Schon wieder? Noch ein Euro. Oh, noch ein Euro. Wer verliert denn hier das ganze Geld? Warte, soll ich mal gucken, ob da noch was ist? Vielleicht mein Papa. Oh, ja? Deswegen habe ich Airwaves. Müll. Naja. Aber immerhin. Der Ring war doch schön. Nee, ist es nicht, aber das ist trotzdem schön, der Ring. Ups. Nee, doch nicht. Nein, ich verkaufe gar nichts, was ich finde. Oh, ich habe einen Roller gefunden. Das ist meiner. Ich hatte früher auch so einen. Die sind cool. Okay, ja, ich glaube, hier liegt leider nichts mehr. Na gut, vielleicht muss ich in einem Jahr nochmal herkommen. Wenn der Spielplatz nicht mehr so neu ist, dann liegt hier vielleicht noch ein bisschen mehr. Oder kannst du morgen nochmal kommen? Nee, ich kann nicht jeden Tag so viel suchen, leider. Ich habe gar nicht so viel Zeit. Na gut, war doch aber ganz okay, oder? Ja. Nee, das ist ja, das ist doch zu weit am Teil.
5 Cent. 5 Cent? Wollt ihr auch 5 Cent haben? Ja. Okay, dann wartet mal. Ich will 1 Euro. Warum ist das 5? Du hast ein Auto. Ihr wollt 1 Euro? Ich will 1 Euro. Okay, na gut, jeder kriegt 1 Euro, okay? Ja. Okay, aber wartet. Willst du auch 1 Euro? Ich hab 5 Cent und noch einen 5 Cent zu Hause. Guck mal, willst du auch geht auch 2x 50 Cent? Ja. Okay, dann kriegst du 2x 50 Cent. So. Na, ist ja auch 1 Euro. Ja. Ist es okay, wenn er alt ist, der Euro? Ja. Na gut, so, wartet mal. Finden Sie am meisten Geld? Ich finde, ja, am meisten findet man Geld auf Spielplätzen. Hier, du kriegst auch 2x 50 Cent? Ja. So, und jetzt hat jeder, oder? Ja. Sehr gut. Bitteschön. Bitteschön. Man kann jetzt bei Kiosk gehen. Ja. Okay. Ups. Guck mal, hier ist vielleicht noch ein Centstück oder so. Ja. Na. Oh, ich hab das was gesehen, kleine Baby. Okay, vielleicht findet ihr das ja, ja? Ich gehe wieder nach Hause. Okay. Tschüss. Das war ein witziger Abschluss. Und einen Ring haben wir noch gefunden. Sehr cool. Ja, Leute, das war's mit der Spielplatztour für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten zeige ich euch jetzt das ganze Zeug, was wir gefunden haben. Es war ja wirklich eine Menge. Und zwar haben wir hier das ganze Zeug drin. Gut, es fehlen jetzt 4 Euro, aber das ist nicht so schlimm. Es ist immer gut, was den Kindern zurückzugeben. Schließlich kommt das Geld ja auch von denen. Und genau deswegen schreibt doch mal in die Kommentare, was wir mit dem ganzen Geld machen sollen. Ich sammle das alles zu Hause in der Schublade. Und ja, ich denke mal, so Spenden oder so an irgendwelche Kinderorganisationen wäre ganz sinnvoll, oder? Was meint ihr? So, wir haben jetzt 2 schöne Ringe. Über die freue ich mich natürlich sehr. Ich habe mir auch einen Diamanttester bestellt. Da kann ich ja nochmal gucken, ob das hier echte Diamanten sind vielleicht. Ansonsten gucke ich hier natürlich nochmal, ob da ein Stempel drin ist. Ich glaube aber nicht. Aber egal. So, okay, wir haben insgesamt... Ich weiß nicht, ich blende es ein, wie viele Euro es sind, aber ich schätze mal vielleicht so 20. Das war doch ganz okay. Dann haben wir hier noch einen schönen BMW i8. Grüße gehen raus an Papa Platte. Ich glaube, der hat auch so einen, oder? Ansonsten, ja, ein bisschen Angelzubehör ist auch mit dabei. Hier sowas Unbekanntes hier, da könnt ihr ja nochmal reinschreiben, was das ist. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst unbedingt ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch sowas gefällt. Ansonsten guckt auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Spielplatztouren haben wir ja schon eine Menge gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, am nächsten Freitag wahrscheinlich wieder. Guckt auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Da könnt ihr uns auch anschreiben. Wir antworten auf alle Nachrichten. Und ja, würde mich freuen und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.